Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. OK Beat. Hallo und herzlichst willkommen zu einer wunderbaren, zauberhaften 1121. Ausgabe des OK Beat heute am 21. März 2024. Und mein Gast Till Käfert ist hier. Hallo, mein Guter. Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, das, danke, dass du es noch gefunden hast hier. Ja, das ist ein bisschen verwinkelt. Wir unterhalten uns nach der ersten Musik. Ja, und ich bin schon da. So, Till Käfert ist hier. Was machst du? Ich bin Musikproduzent und habe mich vor allen Dingen spezialisiert auf Mixing und Mastering von Musik, mache viel online und arbeite dadurch ja, weltweit, vor allen Dingen deutschlandweit relativ viel. Wie kommt man da nicht ran? Das ist eine gute Frage. Ich habe 15 Jahre selber gerappt und habe währenddessen, wie das oft so ist, weil man kein Geld hat, holt man sich ein Mikrofon und fängt irgendwie an und dann kommen die ganzen Kumpels und dann macht man irgendwie und dann bin ich 30 geworden und habe gedacht so, ach, diese Rap-Karriere, ich weiß nicht, ob das noch was ist und habe dann, hatte davor einen Job, den ich, da bin ich irgendwie reingestolpert, war Ergotherapeut, fand ich ganz, ganz furchtbar und musste dann da irgendwie aufhören und habe gedacht, okay, was kann ich denn sonst und habe gemerkt, okay, das ist eine Sache, wo Leute Interesse dran haben. Und habe dann mir sehr viel Informationen zusammengesucht und geguckt, wie kann es irgendwie funktionieren und habe dann halt so die ersten 3-4 Euro damit verdient und dachte, okay, vielleicht kann man davon tatsächlich leben und glücklicherweise geht es einigermaßen, ja. Wie lange machst du das schon? Na, also wirklich Vollzeit mache ich das jetzt seit 2 Jahren, bisschen drüber. So, dass ich auch ganz okay davon leben kann und davor halt immer, wie es sich ergeben hat, ja, genau. Wie kommen die Leute an dich ran, wie erfahren die von dir? Mittlerweile viel über Weiterempfehlungen. Das funktioniert dankbarerweise ganz gut. Dadurch, dass ich auch halt jahrelang selber Musik gemacht habe, bin ich ganz gut vernetzt und habe da irgendwie schon so ein paar Kontakte. Und ich mache halt ganz viel, was so Social-Media-Sachen angeht, Sachen posten, auch interessanten Künstlern mal schreiben und sagen so, hey cool, was du machst, finde ich irgendwie interessant. Und habe so einen kleinen YouTube-Kanal, wo mich auch der ein oder andere drüber findet. Ich glaube irgendwie so, eine Mischung aus allem ist es, so landen Leute bei mir. Ein YouTube-Kanal, das heißt, da kann man dann Videos von dir sehen. Da kann man sehen, wie ich im Studio sitze und Leuten erzähle, welche neuen Plugins rausgekommen sind und wie man irgendwelche Stimmen abmischen könnte und wie das klingen könnte und wie ich das mache. Und da gibt es dann den einen oder anderen, der hoffentlich auch was dabei lernt. Gibt es denn noch diese Tonstudios mit den meterlangen Mixern, die man da benutzt für 64 oder 128 Spuren? Ja. Die gibt es auf jeden Fall noch. Sie sind sehr wenig geworden und sie sind meistens auch nicht mehr so, dass sie sich finanzieren können. Also in Berlin würde mir jetzt Red Bull Studios einfallen, die glaube ich aber auch jetzt wirtschaftlich nicht so laufen, dass sie sich ernsthaft finanzieren, sondern das wird wahrscheinlich Red Bull finanziert sein. Weil einfach diese, also wir haben ja diese großen Bands gar nicht mehr, wir haben keine großen, also es gibt natürlich Jazzbands, aber so, das ist, kann man an der Hand abzählen und heute ist halt, ja, es ist halt sehr einfach, sich irgendwie für 3,50 Euro ein Mikrofon zu kaufen und einen Laptop und zu sagen, okay, jetzt geht's irgendwie los und das kommt mir zugute, weil ich auch einfach nicht mehr so ein großes Studio brauche und die meiste, also ich habe einen Raum bei mir zu Hause eingerichtet, der gut funktioniert und da arbeite ich die meiste Zeit und habe dann hier in Kreuzberg noch ein Studio, was ich nutzen kann für Aufnahmen, genau, aber da ist auch kein großes Mischpult mehr drin, weil auch stromtechnisch und preistechnisch ist das ein bisschen zu teuer. Okay, ich wollte gerade fragen, wie kommt man denn an so ein Equipment überhaupt an? Man kauft sich das. Also ganz normal. Ganz normale Wege. Wenn da draußen jemand einen besseren Weg weiß, bitte Bescheid sagen unbedingt. aber ja, es ist der klassische Weg. Man fängt irgendwann an, kauft sich ein Mikrofon, dann kauft man sich ein besseres und dann merkt man, man bräuchte dies und das und jenes. Gibt viel, viel Geld auch für Software aus und merkt dann nach ein paar Jahren machend, oh, vielleicht hätte ich auch Geld in Raumakustik ausgeben sollen und dann gibt man da Geld aus.
Du hast hier ein bisschen was mitgebracht. Ich wollte jetzt mal, welchen davon soll ich nehmen, wenn auf die Orgel liegen? Ach, lass uns doch den Sturm spielen. Der ist gerade rausgekommen von Yuki, einer Künstlerin, die ich hier in Berlin getroffen habe. Mhm. Und wir haben zusammen den produziert und geschrieben. Und genau, der ist, glaube ich, letzte Woche oder so rausgekommen. Also ganz was Neues und... Ganz neu. Und die Sängerin, willst du da dazu noch was erzählen? Die heißt Yuki und ist auch eine Produzentin, findet man sicherlich auf Instagram und auch auf TikTok und diesen ganzen Plattformen, wie sie auch heißen. Wenn es euch gefällt, dann genau, findet ihr das schon. Okay. Till Käfert ist hier bei mir. Und wer war das eben? Wer hat da eben gesungen? Yuki heißt sie. Yuki, J, wie heißt es? Y-U-K-I. Und erste Single, oder? Nee, nicht die erste Single. Sie hatte schon mal ein paar Songs rausgebracht und wir haben jetzt Anfang des Jahres die erste Single, die wir zusammen rausgebracht haben, hieß Eiskalt. Ist auch relativ frisch noch. Ist ja heute, kommen ja Singles relativ schnell nacheinander. Ja, leider. Genau, da kommt auch noch einiges. Ich habe festgestellt, bei den Titeln von dir, die sind alle schön radiogleich, die sind relativ kurz. Mhm. Ja, ich bin großer Fan davon, ehrlich gesagt. Ja, ich habe früher war ich großer Verfechter von so langen Songs und drei Strophen und noch eine Bridge und noch eine Pre-Hook und so. Und musste auch das erst lernen, dass diese Spotify-Algorithmen natürlich einem vorgeben, okay, das ist jetzt kürzer. Hab dann aber auch gelernt, dass das auch früher schon so war, dass Radio irgendwann gesagt hat, okay, wir wollen halt 3,20 und dass eine Vinyl halt vorgegeben hat, ja, wir haben halt nur so viel Platz, da kannst du jetzt auch nicht mehr 15-Minuten-Songs irgendwie draufpacken, wenn du ein paar mehr haben willst. Und finde es mittlerweile sehr, sehr angenehm, diese 2,20, 2,30 Längen, weil man auch vom Songwriting nicht mehr gezwungen ist, sich nochmal irgendwas auszudenken und die Geschichte noch dreimal zu erzählen und so. Und man so ein bisschen andere Dynamik reinkriegt. Und ich das Gefühl habe, wir auch in so einer Generation sind mit TikTok und Schnelllebigkeit, dass die Konzentration auch einfach nicht mehr lang genug da ist, um irgendwie 3 Minuten 20 Songs zu hören. Da muss ich dir recht geben, weil ich weiß, die Nachrichten in den 70er Jahren, die waren noch 5 Minuten lang, da waren sie 3,30 lang, jetzt sind sie 2,30 lang, da sind wir wieder bei der denke, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist relativ gering oder geringer geworden in den letzten Jahren. Ja. Produzent. Ja, hast du ein Plattenlabel hinter dir? Oder? Nee. Ich habe ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, man kann so über zwei Wege nachdenken. Der eine ist halt dieser klassische Industrieweg, wo man über Leute das schafft, irgendwo platziert zu werden und dann irgendwann nach 10 Jahren das Glück hat und da irgendwie ein bisschen Geld mit verdient und dann auch vielleicht das Glück hat, viel Geld damit zu verdienen. Und dann gibt es den anderen und diesen neuen Weg, der eigentlich jeden, der was auch immer er in seinem Leben machen möchte, dazu erstmal die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, also wenn du einigermaßen gut darin bist, dann nutzt das Internet und guck, wie es funktioniert. Und ich habe so eine Mischung aus beiden glücklicherweise. Aber das erste Wichtige war natürlich, irgendwie davon erstmal leben zu können, weil... Also nicht wegen dicken Uhren oder so, sondern weil das einem vor allen Dingen dazu bringt, dass man sich den ganzen Tag damit auch beschäftigen kann. Und wenn man sich mit was den ganzen Tag beschäftigt, dann kann man darin auch gut werden. Wenn man halt nur am Wochenende irgendwie 3 Stunden an irgendwas rumdreht, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende geht es darum, Leute zu finden, die sagen, okay, ich habe Bock, mit dir zu arbeiten und wo das irgendwie in eine Richtung geht, wo man auch hin will. Ja. Wie läuft denn dann das ab? Die Leute kommen zu dir oder du holst sie dir ins Studio und dann machst du eine Aufnahme?
Genau, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe vor allen Dingen das, was ich ja hauptsächlich mache, ist das Online-Mixing und Mastering. Das heißt, da gibt es den einen oder anderen Sänger, Sängerin, die zu Hause ihre Aufnahmen gemacht haben, in so einem einigermaßen akzeptablen Setting, mir die Sachen schicken, ich mache die fertig. Ich habe so ein Online-System, wo man quasi mit mir zusammen online im Studio ist. Wir gehen durch den Song durch und gucken mal, willst du hier das lauter, leiser, willst du wie Mickey Mouse klingen, dann machen wir das alles und dann schicke ich das zurück und das war's. Das ist ein relativ klares Prinzip und dann gibt es halt dieses Produzenten- und Songwriting-Dasein. Das ist schon so, dass man sich vor Ort trifft und dann irgendwie sagt, okay, auf was hast du Lust? Vielleicht hat man davor schon mal gesprochen, so ein paar Ideen gehabt. Oft ist es auch so ein bisschen Therapiestunde natürlich, weil ja die Themen meistens irgendwie Liebe oder ähnliche Dinge sind. Ja, diese gibt's ja auch noch, diese ganzen Themen da, ja. Genau, diese wichtigen Themen des Lebens und dann guckt man, was passiert und im Idealfall geht man nach ein, zwei Sessions mit einem Song raus und ist ganz zufrieden und geht damit in die Welt und die Leute da draußen finden es auch gut. Und dann haben die Leute den Song und was machen sie dann damit? Hast du da irgendwie noch Kontakte zu Master-Labels oder zu kleinen? Oder? Ja, es ist unterschiedlich. Es kommt immer ein bisschen drauf an, mit wem man auch arbeitet. Also ich arbeite sehr viel mit Newcomern mittlerweile. Und da ist es schon so, dass ich oft auch berate und sage, guck mal, das sind so ein paar Dinge, die man machen kann. Man kann sich bei dem einen oder anderen Radio vielleicht mal vorstellen, da gibt es Newcomer-Sendungen. Man kann auch heutzutage einfach das Internet nutzen und man kann bezahlte Werbung benutzen und so. Also es gibt ja vieles, was geht. Und natürlich, wenn ich irgendwie unterstützen kann, gucke ich auch, dass ich so den einen oder anderen Kontakt irgendwie weiterleite. Aber oft habe ich das Gefühl, dass es in der heutigen Zeit viel mehr darum geht, sich selber als Künstler aufzubauen, als jetzt zu irgendeinem Label zu gehen, weil die helfen dir auch nicht. Also die können, wenn du Hörerschaft hast, dann können die was machen, wenn du keine hast, dann das ist nicht mehr so, dass sie irgendwie 150.000 Euro in die Hand nehmen und hier Plakate in Berlin drucken und selbst wenn, interessiert das wahrscheinlich keinen. Also. Das kann durchaus sein, dass das so ist. Ja, ja. Ich würde den nächsten Song von dir nehmen, welchen soll ich dann reinschieben? Ah, dann lass uns doch den, wo du drauf bist, von Michael Lara, der heißt Shake, was dir Mama gab, kam letztes Jahr raus und ist eine Hymne an die Frauen, würde ich sagen. Okay. Der Okabit bei Alex auf 91.0, wer war das eben? Michael Lara und der Song heißt Shake, was dir Mama gab. Du siehst, was unsere Liste hier ansagt in der Software. Ich sage jedes Mal Logic. Ich hätte mal da ein bisschen mehr Arbeit machen sollen und die vernünftig benennen. Alles gut. Also wie wird man Plattenproduzent? Ist das dann einfach so, man möchte, braucht man dazu Kohle? Boah, das ist eine gute Frage. Wie hört man das? Ich weiß immer noch nicht, ob ich das überhaupt richtig bin. ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Wege. Also den Weg, den ich irgendwie oft höre, ist einfach, dass Leute aktiv Musik gemacht haben. Und dann irgendwie da reingekommen sind, weil sie in einer Band gespielt haben und dann eine andere Band gesagt hat, Pia, du spielst so gut Gitarre, spiel mal für uns und so. Das kenne ich. Es gibt aber auch viele, viele junge Leute, die einfach Bock haben und sich irgendwie auf YouTube angucken, wie das geht und dann gucken, dass sie Leute finden. Ob das dann, also wie gut das wirtschaftlich funktioniert, ist halt immer die große Frage. Es ist halt wie mit Musik machen. Es gibt sehr viele Leute, die das wollen und es gibt meistens sehr wenige, die das dann wirklich letztendlich hinkriegen, weil es viel mit Durchhalten zu tun hat, glaube ich, und auch mit immer wieder sich hinterfragen und mit Sachen neu denken und merken, okay, die eine Sache funktioniert nicht so gut, dann gucke ich mal, wie es weitergeht.
Das muss man schon wollen und ich glaube, dass also jeder Beamtenjob ist auf jeden Fall entspannter, weil da gibt es einen ziemlich klaren Weg und wenn du da 5 Jahre so machst, dann kriegst du eine Erhöhung und dann geht's weiter. Das gibt's halt nicht und das kann natürlich auch sein, dass in 2 Jahren kein Mensch mehr mit mir arbeiten will und dann stehe ich da und muss, weiß nicht, was ich dann mache, aber dann fällt Beamter. Mir auch irgendwas ein, dann wäre ich Beamter, genau. Ja, aber ich kenne uns, ich bin ja auch ein Fan der Freiberuflichkeit. Es ist zwar ansteigend, aber ja. Du bist dein eigener Boss und du bist das Entscheidende, oder? Ja, also das ist wirklich die größte Freiheit und ich kann mir heute auch nicht mehr, man weiß nie, was passiert, aber ich kann mir heute nicht vorstellen, jeden Tag zur gleichen Zeit an den gleichen Ort zu gehen. Das, ja, dankbarerweise muss ich es gerade nicht machen. Ich habe hier noch so eine Frage. Haftet man damit seinem eigenen Kapital, wenn irgendwas daneben geht? Das kommt ein bisschen, schwierige Frage, ehrlich gesagt. Es kommt ein bisschen drauf an, was man da auch macht. Also wenn ich jetzt Leuten Rechte verkaufe, die mir nicht gehören würden und ich hoffe, damit komme ich durch, dann könnte das problematisch werden. Da versichert dich, glaube ich, auch keiner für. Wenn du weißt, dass die Dinge, die du da tust, irgendwie die Dinge sind, die du machst, dann gibt es diesen Fall eigentlich selten. Das Einzige, was es gibt, ist, dass Künstler vielleicht mal deine Credits nicht angeben, dass die GEMA-Eintragungen nicht so sind, wie man sich das erwartet hat und so. Diese Sachen gibt's. Da kann man im Idealfall einfach mit den Künstlern oder den Managern reden. Wenn es irgendwie ganz wichtig wäre, könnte man bestimmt das auch mit dem Anwalt klären, aber eigentlich will ja keiner so viel Ärger machen und bis jetzt habe ich auch noch von niemandem gehört, der da jetzt großartig Probleme gekriegt hat, was Haftung angeht, wenn der auf einem sauberen Weg geblieben ist. Das wollte ich gerade sagen. Ansonsten, du hast gerade das Wort GEMA angesprochen, bekommst du denn einen Anteil von den Songs, wenn sie, ja? Ja. Genau, also Urheberrecht ist, das ist natürlich alles verhandelbar. Also das gibt, glaube ich, wenig, was vorgeschrieben ist. Und ich weiß, dass es Produzenten und Songwriter gibt, die sagen, die geben auch ihr Urheberrecht ab. Würde ich nicht machen. Also, weil warum? Es ist, wenn Leute zusammen Musik machen, dann haben sie irgendwie zusammen die Rechte daran. Und Urheberrecht ist ja auch nochmal was anderes als dann diese Labelrechte und wer das dann vertreibt und so. Also da ist ja viel Spielraum zur Verhandlung. Wir unterhalten uns gleich weiter, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal einen Song, der nicht von dir kommt, auch gut, sondern von El Cordova und die kommt aus Kalifornien. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen vor meiner Zeit. Ich habe schon die Sommerzeit hier eingeschaltet. Till Käfert ist noch hier, Musikproduzent. Sag mal, wie ist denn das mit der GEMA? Fällt überhaupt, lohnt sich das darüber, sich Gedanken zu machen? Also ich glaube, wenn man Musik schreibt oder Texte, dann ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch sicher zu gehen, dass diese Rechte irgendwie gut verwertet werden. Also das heißt, wenn man für einen Newcomer schreibt und der geht auf Tour und der wird plötzlich groß und spielt dann auf den großen Festivals, bedeutet das, dass du letztendlich, wenn alles vernünftig angemeldet ist, du auch immer irgendwie einmal im Jahr eine Abrechnung über Live kriegst und da so ein bisschen Geld wieder bei dir ankommt. Was, wie ich finde, auch ein fairer Prozess ist, weil du ja mit jemandem was kreiert hast, der geht los und ihr habt ja da was zusammen und wenn du Glück hast, also so viel GEMA kommt bei mir nicht rum, aber wer weiß, was die nächsten Jahre noch kommen, wenn du Glück hast und mit den ganzen großen Künstlern arbeitest und da vernünftig alles angemeldet ist, dann weiß ich, kannst du auch über GEMA gutes Geld verdienen und das ist ja letztendlich das, was dann auch für einen Verlag interessant ist. Also ein Verlag wertet ja eigentlich nur deine Urheberrechte aus. Und genau, das ist natürlich, wenn du da über die GEMA Geld verdienst, dann hast du einen guten Verhandlungsspielraum, zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, sag mal, wollt ihr mir nicht mal ein bisschen Vorschuss geben und dann kriegt man da ein bisschen Geld, wenn es gut läuft. Die Verlage, welche Rolle spielen die denn?
Ich habe davon keine Ahnung. Also, wie gesagt, Verlag, so wie ich die verstehe heutzutage, werden die vor allen Dingen deine GEMA aus und kümmern sich darum, dass wenn du Künstler oder Produzent bist oder Songwriter, dass du einfach mit guten Leuten auch zusammenarbeitest. Also ein guter Verlag bringt dich auch einfach in Songwriting-Camps oder bringt dich mit Leuten zusammen, wo die Chance besteht, dass das, was ihr da zusammen kreiert, auch irgendwie ein bisschen erfolgreich ist, und nimmt dir natürlich da dann auch ein bisschen Arbeit ab, selber zu sagen, okay, wie komme ich jetzt an Künstler? Also wenn du einen guten Verlag hast, der dich da unterstützt, hilft es bestimmt. Kannst du da ein paar Namen nennen? Wie sind die aufgestellt? Hängen die an den Plattenfirmen dran oder ist das eher so ein... Ich habe da keine Ahnung. Du merkst, ich tapste mich jetzt gerade durch. Hängen die an den Plattenfirmen dran? Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also es gibt mittlerweile auch sehr viel diese Konzepte, dass es diesen großen Verlag gibt, sagen wir BMG, und dann gibt es Produzenten, die da nochmal so einen Unterverlag drin haben, also eine Edition, und dann da ein bisschen Geld zur Verfügung bekommen, um dann mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Aber ein Verlag ist auf jeden Fall nicht ein Label. Also das sind diese zwei Dinge, die man oft zusammenschmeißt, aber wo es schon einen Unterschied gibt. Also die Labels, die nehmen halt deine fertige CD, also CDs gibt es nicht mehr, aber die nehmen die und sagen, okay, wir verkaufen die und verdienen damit Kohle. Und der Verlag kümmert sich so ein bisschen darum, dass du urheberrechtlich was erschaffen kannst und dass das dann auch ausgewertet wird. Das heißt, dass wenn deine Musik im Radio spielt oder wo auch immer, dass die gucken, dass das GEMA-Geld auch dann bei dir ankommt, was natürlich eine ganz gute Funktion hat. Dann machen die also eigentlich das, was ich von den Plattenfirmen vermutete. Sich um die Künstler kümmern. Ja. Das war bestimmt früher auch mal anders, aber heute habe ich nicht das Gefühl, dass du als Künstler unbedingt eine Plattenfirma brauchst. Okay. Sorry, Plattenfirmen, aber... ja, wir haben ja hier um die Ecke Universal, nicht? Ja, genau. Grüße. Also das ist auch super, wenn du eine Plattenfirma hast, aber ich glaube, du brauchst es heute halt nicht mehr, weil wenn du es hinkriegst, dich selber gut aufzustellen und auf Tour zu gehen und so, also du musst heute als Künstler sowieso alles selber machen, ne? Also so, das ist... Also die Vorstellung, das höre ich manchmal, dass man irgendwie zu einem Label geht und dann wird man der neue Superstar, weil die alles für einen machen, das gibt es nicht mehr heute. Vermutlich, wenn du zu Universal gehst, werden die auch sagen, ja, mach mal TikTok und dann guckst du. Ist natürlich bequemer, wenn du ein bisschen Geld am Rücken hast und ein Team und Leute, die dich da unterstützen, aber so letztendlich bist du, glaube ich, wie in allen Dingen, die irgendwie mit Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit zu tun haben, bist du einfach selber dafür verantwortlich, dass der Laden läuft, und das auch als Musiker so. Stimmt, da musst du ja auch, also die Leute, die ich kenne, das sind halt nicht Leute wie Helene Fischer oder so, sondern... Wie stehst du zu diesen Leuten, die an den Hitparaden so rauf und runter laufen? Das ist super. Sollen sie. Sollen sie? Okay. Also ich durfte jetzt im letzten Jahr zum Beispiel auch mit Shereen David ein paar Sachen aufnehmen. Die hat ja auch mit Helene Fischer jetzt gerade einen Song gehabt. Also ich finde das alles, es hat alles seine Berechtigung, ist alles okay. Es gibt halt Musik, die mögen Leute, und dann gibt es Musik, die mögen manche Leute vielleicht nicht. Aber das, ja, da bin ich relativ entspannt, ehrlich gesagt. Das ist schön, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, du würdest jetzt auf die großen Firmen Plattenfirmen einhauen. Gar nicht. Wenn sie funktionieren für Künstler, super. So, auf jeden Fall. Wollen wir noch mal ein Stück von dir spielen oder soll ich was anderes nehmen? Dann von mir natürlich. Ja. Dann lass uns doch Playlist spielen von der Dalila. Der Song ist noch nicht offiziell draußen, glaube ich, aber wir spielen ihn einfach trotzdem. Der Okrabit bei Alex auf 91.0. Jetzt habe ich hier den letzten Rest abgeschnitten von deinem Song. Tut mir leid. Till Käfert ist hier Musikproduzent und Mixer. Oder genau. Wie nennst du dich richtig? Mixing Engineer, würde ich sagen, ja. Du kommst aus dem Rap, hast du gesagt? Ja. Das merkt man ja in deiner Musik ein bisschen an, kann das sein? Ich glaube ja, aber ich glaube, es gibt auch Songs, wo man es vielleicht nicht so merkt, aber es wäre ja auch Quatsch, wenn man irgendwie 15 oder fast 20 Jahre irgendwie was lernt und das dann irgendwie zur Seite packt komplett.
Genau, man merkt es schon und das ist aber ja auch heute die neue Popmusik, würde ich sagen. Also damals irgendwie vor 15 Jahren war ja Rap irgendwie, das halt wurde ja belächelt und man war so, was soll das mit diesen komischen Hosen? Und heute ist das ja das, was überall stattfindet. Also jede Popmusik, die ich kenne, hat ja irgendwelche Hip-Hop-Einflüsse mittlerweile, also aus, was ist jetzt so Indie-Pop-Geschichten und so, aber selbst die haben festgestellt, dass irgendwie geile 808s irgendwie auch nicht schlecht sind in Produktion. Wie ist denn das denn dann selbst, wie wird man denn überhaupt erfolgreich? Ich weiß gar nicht, ob ich erfolgreich bin. Das ist eine gute Frage. Gibt es ein Rezept oder gibt es so, wo man so eine Ahnung hat, was es sein könnte? Also ich glaube, es gibt manchmal die Leute, die haben einfach Glück. Das sind sehr wenige. Und wenn du Mitte 20 bist und noch nicht das Glück hattest, dann wirst du wahrscheinlich nicht zu denen gehören. Und ich glaube, dann bleibt einfach nur noch Arbeit übrig. Und da geht es, glaube ich, viel darum, sich auch mit Leuten zu verbinden, die selber in irgendeiner Form das haben, was man haben will und die auch bereit sind zu sagen, du, ich helfe dir da irgendwie. Und dann ist es viel Durchhaltevermögen und manchmal auch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und nicht allzu unangenehm sein und so. Es ist einfach auch, es geht auch viel um Menschen einfach. Ne? Also wenn du der klassische Mixing-Engineer bist, der vielleicht nur den ganzen Tag zu Hause am Computer sitzen will und da irgendwelche Computer-Plugins bewegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Karriere hast, einfach sehr gering. Also es geht schon einfach viel darum, mit Menschen zu können und die müssen dir vertrauen. Du musst einigermaßen gut in dem sein, was du da machst und dann ist es, würde ich sagen, wie jede Selbstständigkeit, dass du einfach, du hast halt ein sehr gutes Eis, aber das bringt dir nichts, wenn die Leute es nicht wissen. Du musst halt raus in die Welt und sagen, hey, ich habe das beste Eis, kommt vorbei und dann muss es auch noch schmecken und du musst einigermaßen nett sein. Und dann, wenn du das paar Jahre machst, läuft es hoffentlich irgendwann. Es läuft aber nicht von alleine, das sei nochmal. Es läuft nicht von alleine und es ist wie mit Musik. Nur weil Musik gut ist, setzt sie sich nicht durch. Also das ist ein das wäre sehr schön, ja, wenn es so ist, ja, aber es ist nicht so und es war auch damals schon so, dass Leute mit Platten oder Tonbändern zu Radiostationen gegangen sind und gesagt haben, hier ist ein Haufen Kohle oder eine Knarre und du spielst das jetzt hier, weil das muss halt erfolgreich werden und so ist es heute auch. Also weder gute Musik noch gute Arbeit setzt sich einfach so alleine durch. Und gerade heute bist du als Künstler, glaube ich, noch mehr gefordert, diese ganzen Medien auch zu nutzen und das heißt nicht, du musst irgendwie 20.000 Videos mit irgendwelchen komischen Tänzen auf TikTok hochladen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt immer zielführend, aber ich glaube, es geht schon darum, darüber nachzudenken, wie erreiche ich die Leute, die das auch hören wollen und wie erreiche ich, wenn du Produzent bist oder Engineer oder was auch immer, wie komme ich mit den Leuten zusammen, die für mich wichtig sind. So, ne? Und für mich, wie gesagt, ich habe das Glück, dass auf der einen Seite ich so ein paar Industriekontakte habe, die mich irgendwie mögen. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch verhungern, wenn ich mich nur darauf verlassen würde. Also mein Hauptbusiness ist, Leute zu finden, mit denen ich arbeiten will und die mit mir arbeiten wollen. Das sind, glaube ich, die beiden wichtigen Faktoren. Also man sollte nicht mit Leuten arbeiten, wo man irgendwie gar keinen Bock drauf hat. Ja. Wenn man es nur fürs Geld macht, sollte man sowieso sich ein andere, also gibt es andere Branchen, dann würde ich die Immobilien verkaufen oder so. Ich glaube, Musikbranche ist jetzt nicht, also ist schon, natürlich zeigen alle ihre coolen Uhren und Autos, aber die Wahrheit ist, dass das auch ein langer Weg ist, bis man da überhaupt irgendwelches Geld verdient und dann ist es bei Weitem nicht so viel wie, ja, wenn man irgendwas in der Wirtschaft machen würde. Ich wollte gerade fragen, wie viel Prozent werden dann ungefähr haben dann so viel Erfolg, dass sie davon leben können überhaupt? Boah, weiß ich nicht, ob es da Statistiken von gibt, aber es ist die absolute Ausnahme. Ja. Also muss man einfach fairerweise sagen. Es ist, ich kenne sehr, sehr viele gute Musiker, die nicht davon leben können. Ich kenne unglaublich viele gute junge Produzenten und auch alte Produzenten und alles dazwischen und die meisten können nicht davon leben und ich glaube, also für mich, für meinen Fall
das, was mir geholfen hat, war einfach, dass ich so doll darunter gelitten habe, dass es nicht läuft und dass ich irgendwie so einen Job habe, den ich furchtbar finde und wo ich nicht hin will, dass mir nichts anderes mehr übrig blieb und ich gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie, auf egal wie, es muss funktionieren und das ist ein Antrieb, den ich heute noch habe, weil ich nicht mehr in diese Situation zurück will. Und ich glaube, umso länger du so ein normales Leben hast, was ganz gut funktioniert und wo du zweimal im Jahr in Urlaub fliegst oder einmal im Jahr und du sehr bequem bist, wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass das auch klappt. Also die Leute, die ich kenne, die haben alle oder viele an einem richtigen Moment gesagt, okay, ich gehe da jetzt rein und ich mache das und dann Scheuklappen auf und los. Also ich will jetzt gar nicht so, du brauchst Disziplin und du musst durchziehen, predigen, aber ich kenne nicht viele Fälle, wo das einfach so passiert ist. Gehört viel dazu. Du brauchst Glück und du brauchst Durchhaltevermögen. Eigentlich kann man das so ungefähr auf dem Glück, Durchhaltevermögen und du brauchst einen klaren Plan, glaube ich. Ich glaube, das ist vor allen Dingen wichtig, weil man kann sehr viel Zeit und Energie auch mit sehr unsinnigen Sachen verbringen. Das ist wohl wahr, ja. Wir machen noch eine Gesprächsrunde nach Almost Charlie. Davor gibt es den Jingle. Almost Charlie war das. The World is Full of Superman. Bist du ein Superman? Nee, auf keinen Fall. Ja, uns gerade nochmal unterhalten, die Leute, die also Erfolg haben, oder ist, im Laufe der Jahre wird man einsam in seinem Job oder machen viele es einfach nicht so lange? Also, das sind ja zwei Punkte. Also ich glaube, und das kann natürlich auch nicht stimmen, was ich glaube. Diesen Fall gibt es auch, habe ich gehört. Aber ich glaube, dass wenn du eine Sache sehr engagiert machst, und in meinem Fall ist das, ich arbeite jeden Tag und ich meistens auch viele Stunden und ich liebe das und ich bin auch nicht erschöpft. Aber das heißt natürlich, dass mein Privatleben in den letzten 20 Jahren oft auch auf der Strecke geblieben ist. Und das gehört, glaube ich, dazu. Und ab einem bestimmten Punkt muss man, glaube ich, auch sich darum kümmern, dass das anders ist. Also bei mir ist alles super. Ich bin relativ glücklich zurzeit. Aber das ist natürlich ein Punkt und das ist auch ein Punkt, wo viele natürlich auch aufhören, weil es gibt schon oft die Situation, dass ich mit Künstlern arbeite und die nach einem Jahr sagen, sie hören jetzt erstmal auf oder machen eine Pause, weil ihr Freund oder Freundin irgendwie Schluss gemacht hat oder weil gerade alles dramatisch ist oder weil man sich selbst finden muss oder so. Also das Privatleben ist natürlich der größte Killer für so eine Karriere in der Musik, ne? Also weil es, also einfach unglaublich viele Leute wollen Stars werden, wollen die großen Produzenten sein, wollen Fußballer sein, aber es gibt halt einen Grund, warum es nur ganz wenig sind, und es ist nicht, weil das unbedingt immer die Besten sind, sondern weil die einfach Scheuklappen aufziehen können und halt völlig ungesund wahrscheinlich auch ihren Weg gehen und sich das holen, was sie da haben wollen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, und dann muss man halt gucken, wer da noch übrig geblieben ist an seiner Seite, wenn man damit fertig ist. Wie ist denn das mit den Einnahmen? Gibt es da irgendwie so einen Punkt, das und das bekommt der Produzent, so viel Prozent kriegt der Künstler? Gibt es da irgendeinen Richtwert? Oder? Nee, komplett unterschiedlich. Ja. Also gerade mit Zeiten des Internets, freie Marktwirtschaft, also der Hauptteil von meiner Arbeit ist ja dieses Online-Mixing, da ist es ein relativ klares Geschäft, da gibt es Summe X, die man mir bezahlt, die zahlt man auch im Voraus, und dann machen wir das und dann hat man das Produkt und dann geht man los, damit habe ich dann ja keinen prozentualen Anteil oder irgendwie so, das ist ja ein ziemlich klares Dienstleistungsgeschäft, und bei Produktionssachen, das muss man einfach miteinander ausmachen. Ich mache es oft, wenn ich mit Newcomer-Künstlern arbeite, dass ich sage, klar, ich will mein Urheberrecht, aber alles andere kannst du
kannst du haben, geh raus in die Welt, werd reich meinetwegen. Und wenn du wirklich sehr reich geworden bist, dann gib mir meinetwegen ein bisschen was ab. Aber da finde ich es nicht so sinnvoll, jetzt viel über Rechte zu streiten wegen 3,50 Euro oder weil Spotify einem irgendwie 500 Euro mal ausgezahlt hat. Da will ich jetzt keine 45% ab oder so. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Aber am Ende ist es natürlich Verhandlungsbasis. Ne? Also da gibt es viele Leute, die ihre Dienstleistungen oder so auch für wenig Geld und für unglaublich viel Geld anbieten. Und da muss man halt überlegen, mit wem will man was machen. Und auch mal anschauen, mal gucken, ob die Chemie stimmt, oder? Die Chemie sollte auch stimmen. Und und vielleicht auch, also einen großen Punkt, den ich aus meiner aktiven Musikerkarriere kenne, ist auch die Zuverlässigkeit. Also ich habe sehr viel mit Leuten gearbeitet, wo man dann irgendwie nie irgendwie das bekommen hat, was man wollte, oder dann hat man die nicht mehr erreicht, oder irgendwie Wochen später haben die sich dann mal gemeldet und so, und das kann Karrieren natürlich auch komplett behindern, und das ist eine Hauptmotivation, die ich auch habe, einfach Leute relativ zuverlässig irgendwie zu bedienen. Und auch es gibt halt auch einfach sehr, sehr verrückte Geschichten. Also Frauen, die mit Produzenten arbeiten, die dann nachts da irgendwelche Fotos schicken, die man nicht haben will. Und Leute, die irgendwie Geld im Voraus nehmen und dann verschwunden sind und dann ist das Geld weg und so. Also das, so, wo Menschen sind, da passiert halt alles Mögliche. Und ich finde, da ist es wichtig, sich mit Leuten zu umgeben, wo man sagt, okay, das passt irgendwie in allen Ebenen für mich auch. Wo kann man denn mehr über dich erfahren? Ich habe eine Webseite, die heißt www.till und dann käfert mit ae.com, oder ihr findet mich auch auf Instagram unter dem gleichen Namen oder TikTok oder Facebook oder auch auf YouTube. Ich bin eigentlich überall. Ich habe mich auch auf X heute gefunden, das mal zu. Ich bin auch auf X, aber da bin ich leider nicht aktiv. Vielleicht sollte ich damit auch noch anfangen, aber man kann nicht alles machen. Danke dir, dass du heute hier gewesen bist. Eine letzte Frage habe ich mit Bitte um schnelle Antwort. Ja. Was hast du im Kühlschrank? Dr. Pepper. Milch. Okay. Ja, danke für die Einladung. Danke dir.